Ja, vielen Dank an der Stelle. Bevor ich mit der Einführung oder Hinführung zum Thema beginne, möchte ich noch einen Dank loswerden. Und zwar zum einen den Dank an die Hans-Seidel-Stiftung, zum anderen an den Referenten, weil ich schon glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns mit solchen Themen zum einen das Wissen vermitteln, uns damit auseinandersetzen und auch entsprechend dann in der Gesellschaft diskutieren. Deswegen, die Hans-Seidel-Stiftung greift immer wieder solche Themen auf. Ich bin selber auch schon bei diversen solchen Seminaren gewesen. Ich halte es für wichtig und dass es jetzt auch noch hier im schönen Dachau stattfindet, umso besser, weil man natürlich vor Ort, weil das Schöne ist, wenn man solche Themen dann auch vor Ort diskutieren kann. Also an der Stelle auch ein Dankeschön. Und dann muss ich, wir haben es gerade schon gesprochen, mich auch gleich vorweg noch entschuldigen, dass ich nicht leider den ganzen Abend mit dabei sein kann. Ich bin noch auf einer anderen Veranstaltung angekündigt und werde danach dann in Karlsfeld erwartet. Sprich, ich werde nicht bis zum Schluss da sein. Ich hoffe, Sie mögen mir das verzeihen, aber teilen kann ich mich leider noch nicht. Deswegen versuche ich es irgendwie nacheinander unterzubringen. Ja, das Thema des heutigen Abends, und da möchte ich beginnen mit dem Thema Digitalisierung. Ich glaube, wir alle können in unserem täglichen Leben miterleben, wie sich die Digitalisierung in unserem Leben breit gemacht, eingeschlichen hat und wie auch die Digitalisierung unser Leben, unser Arbeiten, unsere Gesellschaft auch in gewisser Weise verändert. Sie haben das vorher schon ganz richtig gesagt, fast jeder läuft mit einem Smartphone rum. Wenn es nur das Smartphone wäre, wäre es das eine, aber also wenn ich von mir selber spreche, da habe ich in meiner Tasche ist dann noch das iPad und daheim steht der Computer. Also diese Möglichkeiten in einer digitalen Welt auch teilzuhaben und zu partizipieren sind sehr vielfältig und beinahe jeder von uns nutzt sie irgendwo. Was bedeutet das, beziehungsweise was für Folgen hat auch so eine sehr viel stärker digitale Welt für uns alle und was verändert auch diese Digitalisierung? Ich glaube, die digitalere Welt hat zum einen zur Folge oder hauptsächlich zur Folge, dass wir immer größere Mengen an Daten zum einen produzieren, also erheben, und zum anderen stehen diese Daten natürlich dann auch zur Verfügung und die Frage stellt sich, was tut man mit diesen Daten? Und man kann sicherlich, das hat alles, wie es im Leben immer so ist, das hat alles so zwei Seiten. Das eine sind natürlich die positiven Auswirkungen. Das Stichwort in dem Zusammenhang, und das ist gerade auch schon angesprochen gewesen, ist das Thema Big Data. Jetzt, der ein oder andere nennt das Thema Big Data, also die Verfügbarkeit großer Datenmengen, als vierten Produktionsfaktor. Also wenn wir uns erinnern, der erste ist das Thema Boden, der zweite Produktionsfaktor ist das Kapital, der dritte ist die Arbeitskraft und dann sind wir eben bei Big Data, also sprich bei der Verfügbarkeit großer Datenmengen, die durch die Digitalisierung, durch das stärkere, die stärkere Digitalisierung der Welt eben zur Verfügung stehen. Eine große Menge an Daten, also ein zusätzlicher Produktionsfaktor für unsere Unternehmen, und wenn wir auch wissen und auch anwenden, wissen, wie wir mit diesen Daten umgehen und diese Daten anwenden, ist ja an sich etwas Positives. Nur natürlich kann das auch negative Auswirkungen haben. Was bedeutet das? Die Frage, die man sich stellen muss, ist zum Beispiel, was passiert denn mit diesen Daten, vor allem wenn es um persönliche Daten geht. Also sprich um Daten, die man eigentlich nicht unbedingt der großen Öffentlichkeit, der breiten Masse an Personen preisgeben möchte. Und was passiert dann auch, wenn solche Daten, die dort erhoben werden, auch in Hände gelangen, wo sie nicht unbedingt hin sollen? Und ich glaube, der eine oder andere, oder eigentlich fast jeder verfolgt sicherlich so die Medienlandschaft auch, was in dem Zusammenhang passiert. Und da ist es jetzt nicht erst, ich persönlich weiß es gestern, wo die eine Menge von 400.000 Kundendaten einer großen europäischen Bank in falschen Händen gelandet sind. Und ich glaube, solche Fälle kann jeder erzählen, hat jeder schon mal mitbekommen, ob es jetzt Bankdaten sind,
Daten von anderen Dienstleistungsunternehmen, von Online-Plattformen, wie auch immer. Und das ist natürlich was, was nicht passieren soll und wo man auch genau hinschauen soll, welche Daten dürfen wie, in welcher Art und Weise und in welchem Umfang auch wem zugänglich gemacht werden. Also sprich das Stichwort Datenschutz. Und genau da sind wir jetzt eigentlich an dem Punkt, wo die Politik eingreifen muss. Also wo wir Angriffspunkte haben für aus meiner Sicht notwendige und wichtige politische Diskussionen und wo wir am Ende der politischen Diskussion dann auch zu Standpunkten kommen müssen und zu Entscheidungen kommen müssen, wie wir eben mit diesen Daten umgehen. Und das hat im Endeffekt, das ist so ein Spannungsfeld zwischen zwei Schwerpunkten aus meiner Sicht. Also erstens, wo muss der Staat oder wo muss der Staat die Verwendung von Daten limitieren? Und auf der anderen Seite, wo erlaubt er sie? Also sprich, wo schieben wir Unternehmen einen Riegel vor, wenn es um das Thema Big Data und Verwendung dieser Daten auch geht? Denn es gibt, wenn man sich die Entwicklung in den vergangenen Jahren, Monaten anschaut, die Entwicklungszeiten sind ja da zunehmend schneller, ist es durchaus so, dass zum Beispiel die Möglichkeit besteht, wenn eben solche Datenmengen zur Verfügung stehen, Kunden maßgeschneiderte Angebote zu machen. Die Frage ist immer nur, wie darf dies vonstatten gehen, wie darf das passieren? Also sprich, zum einen muss natürlich derjenigen, dessen Daten da analysiert werden, weil sie Einverständnis gegeben haben, ist, glaube ich, eine absolute Notwendigkeit und Voraussetzung, dass dieses passiert. Und dann ist die Frage, inwieweit, wenn ich da entsprechend dann wenn eine Analyse durchgeführt worden ist, inwieweit kann so ein Ergebnis dann auch an entsprechend Dritte weitergegeben werden, in welchem Maße muss da Einverständnis gegeben werden und so weiter. Das alles sind Dinge, über die sich auch der Gesetzgeber aus meiner Sicht Gedanken machen muss und wo eben Regeln entsprechend geschaffen werden müssen, sodass im Endeffekt jeder auch die Hoheit über seine eigenen persönlichen Daten behält. Und das ist im Prinzip auch schon der zweite Punkt, also wo muss der Staat dann auch grundsätzlich private Daten schützen und die Menschen davor schützen, dass entsprechend auf private Daten zugegriffen wird, beziehungsweise dass diese weitergegeben werden. Und das ist so im Endeffekt, sind die beiden Kernfragen in dieser Diskussion, die wir rund um das Thema Datenschutz oder hier genannt digitaler Verbraucherschutz, was ja im Endeffekt sich in Teilen auch überschneidet, wo wir Antworten finden müssen und wo ich gespannt bin auf die Diskussion, die wir dann, oder beziehungsweise auf die Informationen, die wir bekommen und sicherlich auch die Diskussion, die dann noch geführt wird. Ich würde an der Stelle das Wort übergeben. Ich freue mich auf die Ausführungen, die wir gleich zu hören bekommen, rund um dieses Thema, das ich versucht habe, so ein bisschen in kurzen Worten zu umreißen. Und bin jetzt gespannt, was Sie uns zu erzählen haben, beziehungsweise die Diskussion, die sich vielleicht dann daraus auch ergibt.